Iris Klein hat erneut an einer Trennung zu knabbern. Doch was steckt hinter dem Liebesaus zwischen der 56-Jährigen und ihrem geheimnisvollen Mr. T? Das hat sie nun in einem Interview verraten. Am Dienstag ließ Iris Klein die Bombe platzen. Fast nebenbei verriet die 56-Jährige in einer Fragerunde auf Instagram, dass sie sich von ihrem liebsten Mr. T getrennt hat. Der Reality-TV-Star schrieb in einem emotionalen Statement: Wir haben uns beide für getrennte Wege entschieden, weil wir beide einfach gemerkt haben, dass wir zu verschieden sind und nicht das Gleiche wollen. Doch was steckt dahinter? Das hat Iris Klein nun verraten. Iris Klein: Vielleicht ist in mir was kaputt gegangen. Dieses Mal tut es nicht so weh, so wie es bei Peter wehgetan hatte, verrät Iris Klein gegenüber Bild, kurz nachdem sie das Liebesaus mit ihrem geheimnisvollen Mr. T bekannt gegeben hat. Doch was war wirklich der Grund für die Trennung? Sie verrät dem Boulevardmagazin: Ich wollte eher etwas Festes und er eher was Lockeres. Wir haben darüber geredet und sind nicht im Bösen auseinandergegangen. Bereits zu Weihnachten kamen die Gerüchte auf, dass sich Iris Klein von ihrem Liebsten getrennt haben soll, nachdem sie alle gemeinsamen Bilder von ihrer Instagram-Seite löschte. Im Interview gestellt sie nun: Er kommt mit der Öffentlichkeit nicht so klar. Das war auch der Grund, warum ich unsere Fotos vor Weihnachten gelöscht habe. Da war es noch nicht vorbei mit uns. An Silvester war es seine Idee, ich solle zu ihm kommen, und wir machen ein Pärchenfoto, damit die Trennungsgerüchte aufhören. Doch da hat es schon gekriselt. Und nun ist alles aus. Fans der Katzenberger Mutter vermuteten, dass das überraschende Liebesaus mit ihrer Teilnahme bei Promi Big Brother zusammenhängen könnte. Denn dort näherten sich Iris Klein und Ex-Peter nach einem heftigen Rosenkrieg wieder etwas an. Doch gegenüber Bild versichert der TV-Star nun: Die Trennung hat nichts mit dem Big Brother-Haus zu tun. Vielmehr betont Iris Klein: Vielleicht bin ich einfach so geworden, dass ich sage, ich kann keinem Mann mehr vertrauen. Vielleicht ist in mir was kaputt gegangen, und ich gestehe mir das jetzt erst ein. Denn der Seitensprung von Peter Klein war für die ehemalige Dschungelbewohnerin ein heftiger Einschnitt, den sie erst einmal verkraften musste. Die Trennung von Peter war ein Schlag mit der Bratpfanne ins Gesicht. Dieses Mal komme ich ganz gut damit klar. Ich renoviere noch immer mein neues Haus und sortiere gerade im wahrsten Sinne des Wortes auch alles neu, erzählt sie gegenüber Bild. Nach so viel Liebeswirrwarr braucht Iris Klein nun eine Datingpause. Die Kennenlernphase ist anstrengend. Und dann kommt die Phase, wo man die Macken des anderen sieht. Und dann geht es los mit dem Kritisieren. Ich habe gar keine Lust mehr darauf. Ich will mich für niemanden mehr verändern. Und ein Liebescomeback mit Ex-Peter Klein? Davon will die Promi-Big Brother-Teilnehmerin nichts wissen. Das Thema Peter ist abgehakt. Da gäbe es auch kein Zurück mehr. Peter und ich gehörten zusammen. Ich habe immer gesagt, Peter war meine einzige große Liebe. Das war er auch. Aber das ist vorbei.